Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Goo. Mein Name ist Dennis Bram und das ist quasi Mikrofonversuch Nummer 2. Ich hoffe, dass ich mit jedem Mal besser werde und hoffe natürlich in den Comments auf Feedback, unter anderem über meine Mikrofonqualität, ansonsten aber auch natürlich über das Spiel. Und wir spielen die Wetterfahne, bewölkt mit Katastrophen. Ich muss sagen, die Soundtracks von dem Spiel sind echt nicht schlecht gemacht. Erinnerst du dich an die erste Wirbelklinge? Damals waren wir so jung. Aber das ist egal. Niemand wird die andere Seite erreichen. Seht ihr, wie ich winke? Ah, okay. Ich glaube, es heißt, seht ihr, wie ich winke? Okay. Der Schildermacher. Okay, Bitch. What the fuck? Ich muss sagen, die letzten Level, die waren bis jetzt extrem schwer. Ich glaube, so oft wie gefällt, wie in dem letzten Level zum Beispiel, habe ich noch nie. Naja, okay. Wir bauen. Jamaica! Ja! Papa D! Hey! Papa D! Hey? Ah, oh, ich wollte schon sagen. Trollalala! Trolla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 l
Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz, 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 ganz vorsichtig. Okay. Komm schon. Reicht, reicht. Ja. Oh Gott. Ja, learn to play. Das war sehr knapp. So, Entschuldigung für den Cut. Und es geht weiter mit dem Observatoriums... mit der Observatoriumsbeobachter. Epilog. End of the world. End of the world. Das war's. Oh, dass das letzte Level ist. Okay. Die letzten Gubbälle waren... Oh nein! Es gibt keine Gubbälle mehr. Sie wurden alle ins Röhrensystem gesaugt. Alle Gubbälle aus der ganzen Welt. Eingesaugt und zum führenden World of Goo Corporation Campus geschickt. Wo sie einen riesigen Turm am Himmel bauen. Vielleicht ganz gut. Das Teleskop ist ja nutzlos. Es kann nicht durch den Smog und Staub sehen. Und Gubbälle war es das wohl. Wir werden nie wissen, was das Teleskop sieht. Ob was mal... Oder was wirklich da oben ist. Ende. Danke fürs Spielen. Jetzt mache ich was anderes. Schreibe einen Reiseführer oder so. Ich gehe jetzt ins Teleskop. Tschüss. Was immer du tust, spiele nicht mit den Fischen. Okay. Dein Freund, der Teleskopen früher, der Schildermaler. Scheiße. Okay, jetzt reicht's. Alter, verdammt. Als das Teleskop höher und höher flog, konnte es weit sehen. Schöne Musik. Richtig schöne Musik. Die Gubbälle waren aus jeder Richtung gekommen. Aus jeder Gattung. Aus jeder Insel. Durch ein schmutziges Druckleitungssystem. Um einen großen Turm im Himmel zu bauen, genau. Ein Riesenturm aus Goo. Aber wohin ging der Bau? Welche Abenteuer erwarten Sie dort oben? Das Teleskop schaut tausende Meilen in jede Richtung. Sinkt es wieder. Hey, cool, die können wir noch vom Anfang. Thank you.
für mich die typische Worms-Mucke. Na, 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 na. Design, Geschichte, Grafik und Musik. Haben wir geil bei Independent-Titeln. Können wir zählen, also drei Leute machen bis jetzt mit. Also quasi vier Leute, die es wirklich programmiert haben und dann noch ein paar besondere Dankleute. Die Goobälle, die es nicht geschafft haben, ja. Robert Ramirez als Goobo Nummer 1. Oh mein Gott. 2D-Boy, Copyright 2009. Tja. Was soll ich sagen? Das war's. Es gibt noch den Turm aus Goo, Park- und Unterhaltungszentrum. Jetzt 20% unendlicher in alle Richtungen. Okay. Okay, was ist das? Was soll ich sagen? Dann bauen wir doch mal. Ich entlasse hier Schilder und sie explodieren immer. Schütze mir dieses, sieh mal. Da fehlt was. Egal was es ist, der Himmel ist nach einer Explosion voller Staub und Schmutz. Schlechte Sicht. Die Google müssen höher, wenn sie sehr weit sehen wollen. Können wir immer noch gute Drinks kaufen? Was? Beim Turmbauen zusehen macht mich durstig. Fast alle der Google der Welt kamen hierher und wollen wohl immer höher steigen. Was ist denn da oben? Okay, das ist jetzt quasi mein Turm. Alles klar. Babadi! Okay, es gibt keine Augen, wie ich sehe. Und doch nochmal ein, wenn man einen Fehler begangen hat, um diesen kurz zu korrigieren. Okay. Wie cool ist das denn bitte? Checkmate! Alter, stimmt, der wird richtig anfangen zu schwanken irgendwann. So wie er quasi jetzt schon tut. Jamaiko! Gucken wir mal, wie hoch wir kommen, ohne dass er kippt. Ich habe 266 Google, und hier war irgendeiner mit 500, da habt ihr gerade noch gesehen, oder? 88, 433. Ja, es gibt schon kranke Scheiße. Das heißt, er nur wirklich so eine Art Rekord bauen hier. Wow. Was ist das denn? Ach, komm mal. Was ist denn für ein Spacken? Da hat sich irgendjemand so genannt wie ich. Nicht mehr. Wer wagt es? Wer wagt es, sich so zu nennen wie ich? Alter, Vater. Okay.
Hey, cool. It should taste good. Ich will mal sagen, ja? Ich glaube, er fällt. Ich glaube, er fällt. Lol. Dann habe ich quasi eine neue Grundlage. Wir verbauen einfach mal die ganzen Gus, die wir haben. Und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Kann ja nicht so schwer sein. Weiter, weiter. Epidemie. Jetzt werden andere Leute sagen, boah, ist das ein Kacknob? Wie baut er seinen Turm? Stellt mal vor, der wäre Architekt geworden. Dann sag ich, oh ja. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre Architekt geworden. Da würden ja alle richtig dumm gucken. Weil alle ohne Häuser dastehen würden. Aber Gott sei Dank bin ich kein Architekt geworden, sondern World of Who-Spieler. Gott, wie viele Google man hat, ey. Babadi. Da mal noch so eine Kehrstrebe rein. Und weiter geht's. Schön nach oben. Höher und höher. It tastes so good! 15,3 Meter. Kann sein, dass er nur zählt, wenn er stehen bleibt. Na, ich würde aber gerne noch wissen, was da ein Stück höher ist. Ich kippe nur Nutte. Klingt oben doch schon irgendwie ein bisschen, muss ich ja mal sagen, oder? Ja, weiter geht's. Da ist noch ein Bram. Was ist denn nun, ey? Wie viele Leute sich hier Brammen nennen? Nee, nee, nee. Habt ihr keine eigenen Spitznamen? Nee, nee, nee. Boah, jetzt schwankt er ganz schön, ne? Nein, 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 nicht, nicht kippen, nicht kippen! Nein! Wie krass sind die jetzt ineinander verbogen hier? Na gut, belassen wir es dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Diesem echt wundervollen Independent-Titel. Der hat viel Spaß gemacht. Alter, wie viel Platz man hier hat. Da noch irgendwo ein Schild ist? Ne, in die andere Richtung. Das müssen wir natürlich auch noch kurz nachtesten. Kann man nichts verpassen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder einschaltet in einem neuen Let's Play. Vielleicht in Diablo. Vielleicht in Risen oder sonst wo. Macht euch ein Bild, ansonsten addet mich noch im Facebook. Und unter Bram, jetzt irgendwo eingeblendet. Oder sonst früher im Video, ich weiß es noch nicht so genau. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr uns treu bleibt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name war Dennis Bram. Tschüss.